Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich und zwar geht es um die Barbara Box. Die ist heute eingetroffen und die möchte ich gerne mit dir zusammen aufmachen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. So, jetzt mache ich die Barbara Box mal mit dir zusammen auf. Und dann kann ich dir auch ein bisschen was dazu erzählen, während ich hier so die Müllsachen verteilen und so. Die Barbara Box ist auch so eine Abo-Box. Die kommt alle 2 Monate und kostet ungefähr 30 Euro, also 29,95 oder halt ein bisschen weniger, je nachdem, was für eine Abo-Art du wählst. Du kannst ja immer Jahresabo wählen und zwischen Halbjahresabo und jederzeit kündbares Monatsabo quasi. Und genau, ja, ich bekomme die kostenfrei zugeschickt von boxpalast.de. Und kann aber auch tatsächlich jedes Mal eine Box an euch verlosen. Und das ist halt das Gute an der Kooperation, das liebe ich auch so. Nicht nur, dass ich die Produkte hier bekomme und austesten kann, sondern dass ich die auch verlosen kann. Ja, dann kann ich nämlich einfach euch auch wirklich mal eine Freude bereiten und das finde ich immer schön. Immer wenn ich dem Gewinner sage, dass er gewonnen hat oder sie viel mehr, meistens sind es immer Frauen, dann kriege ich auch immer Nachrichten so, yay, das ist total super und ich habe noch nie gewonnen und oh mein Gott. Ja, und das mache ich unheimlich gerne, dass man da auch einfach mal jemanden glücklich macht. So, genau. Ja, und die Verlosung ist dann auch wirklich nur für meine Abonnenten. Also wenn du es noch nicht gemacht hast, dann solltest du meinen Kanal einmal kostenlos abonnieren. Und alles andere steht auch unten in der Infobox drin. Ja, genau. So, dann gucken wir mal, was hier alles so drin ist. Ich habe hier so einen Flyer mit drin, weil es halt eine Kooperation ist. Liebe Claudia, ganz getreu dem Motto Bikini-Figur, Klamotten aus, Bikini an. Garantiert diese Ausgabe 100% Wohlfühlfaktor für dich und deine Bikini-Figur. Genieß deinen Sommer. XOXO Charlotte vom Barbara Box Team. Ja, Charlotte, ich möchte mich jetzt aber gerade nicht ausziehen. Ich fühle mich auch noch nicht so ganz so, dass ich sagen würde, ich habe eine Bikini-Figur. Ich bin noch so, noch nicht ganz so auf Bikini-Tage eingestellt. Naja, so, abgesehen von unrasierten Beinen. Auf jeden Fall hast du in der Barbara-Box immer das aktuelle Barbara-Magazin mit dabei. Das ist ein schönes Magazin. Hier steht auch drauf, kein normales Frauenmagazin. Das ist von Mai 2019, kostet normalerweise 4,50 € und ist halt immer mit dabei. Du hast, was ich halt immer so geil finde, ne? Hier immer so Gratisproben dabei, dann auch so Flyer und keine Ahnung, ne? Die aktuellsten Tricks und Tipps, die man so in der Beauty-Welt haben kann. Dann hier noch so ein Werbeprospekt und die Barbara-Box, die dieses Mal irgendwie echt leicht ist, ne? Ja, die ist immer ein bisschen größer. Hat ungefähr das gleiche Maß wie auch die Bums-Box, ist aber auch größer als die Brigitte-Box und so weiter, weil du da halt auch dadurch, dass sie mehr kostet und alle 2 Monate kommt, die kostet ja im Prinzip das Doppelte von der Pink-Box oder von der Glossy-Box, kommt dafür aber nur alle 2 Monate und hat ungefähr den dreifachen Warenwert oder doppelten Warenwert, also das ist immer so 70 bis 100 Euro, je nachdem, im Prinzip tut die sich finanziell nicht viel mit Pink-Box oder Glossy-Box, ne? Egal, ich mache sie mal auf. Wir haben einen Deckel. Und hier haben wir die Box mit dem mega schönen Seidenpapier. Sie riecht aber nur nach Papier. Also da kommt jetzt nichts raus, genau. Und dann machen wir mal das schöne Schleifchen auf. Und das schöne Seidenpapier. Und hier haben wir das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Zusammen mit dem Motto. Und da stehen auch die Preise drin, die ich dir natürlich hier auch immer reinschreibe. Der lang ersehnte Frühling ist endlich da. Vorfreude pur für deine schöne Zeit draußen im Grünen. Mit der neuen Barbara-Box sind sie perfekt für den kommenden Frühling gewappnet. Bikini-Figur hin oder her, genießen sie eine der schönsten Jahreszeiten und fühlen sie sich genauso wohl, wie sie sind. Viel Freude beim Auspacken, ihre Barbara Schöneberger. Ja, gerne, mache ich. Das kriegen wir hin. Als erstes habe ich hier so ein Viech drin. Was ist das? My Postcard Geschenkkarte. Dein Foto als gedruckte Postkarte. Gestalte deine ganz persönliche Postkarte mit deinem Smartphone. Wir drucken, frankieren und versenden sie weltweit, von jedem Ort nach überall. Lade dir jetzt die kostenlose My Postcard App herunter und entdecke die tollen Möglichkeiten. My Postcard macht es möglich. Okay. Ja, irgendwie ganz witzig, ne?
dass du da dann halt eine Postkarte verschicken kannst, so mit einem Selfie drauf oder so. Ist das wohl ganz cool. Wenn man dann jetzt irgendwie im Urlaub ist oder so, dann bietet sich das ja eigentlich ganz gut an. Aber wenn dann nur eine einzige 8 Euro kostet, das ist ganz schön teuer, ne? Egal. Flora Mare. Flora Mare habe ich aktuell die After Sun Cream da. Ansonsten hatte mein Freund mal was in so einer Box mit drin. Aber das ist eine Handcreme. Deauville Handcreme. Ei, das ist ein Oschi. Das ist ein Ultra-Oschi. Wie viel sind da drin? 200 Milliliter Alto Belli. Die ist riesengroß. Die ist noch original verpackt. Aber ich kann ein bisschen was durchriechen. Es riecht ein bisschen orientalisch dadurch. Ja, aber die mache ich jetzt echt noch nicht auf, weil ich habe jetzt noch einige offen und die wird dann bei mir am Bett stehen. Und da habe ich jetzt gerade erst eine neue hingestellt. Die wird dann auch bei mir ans Bett gestellt werden, weil das ist jetzt nichts, was man mal eben so praktisch unterwegs hat. Aber eine Handcreme in so einem Riesenformat, ich meine, die ist von der Höhe ja so groß wie mein Kopf. Alter Schwede, ey. Ja, und die soll irgendwie revitalisierend sein oder so. Und Flora Mare ist eigentlich auch echt eine tolle Marke. Das wird nicht günstig sein. Ich denke, so ein Pöttchen, so ein Typchen. Handcreme wird garantiert so bei 20 Euro liegen. Das ist schon teuer. Coole Sache, aber riesig. Ich finde es ein bisschen zu groß. Was sagst du? Würdest du sagen, so eine große Tube ist super? Oder würdest du sagen, nee, lieber ein bisschen kleiner? Da kannst du mal hier oben abstimmen. Ich persönlich bin eher für kleinere Sachen. Oh, das passt für den Frühling. Das ist so eine Gummiform. Ich nehme das mal raus. Das ist so eine Eiswürfelform, glaube ich, ne? Da kannst du dann für Cocktails und so Eiswürfel reinmachen und das so ins Gefrierfach packen. Finde ich eigentlich echt cool. Und dann, ja, hast du da verschiedene Motive drin und so. Das stelle ich mir witzig für den Sommer vor. Ich persönlich werde die jetzt weitergeben, weil ich benutze sowas nicht. Wir benutzen wieder einfrierbare Eiswürfel. Das heißt, wir haben so Plastikwürfel, die halt auch in so einem Material sind. Und die sind halt mit Wasser gefüllt. Und dann kommen die bei uns ganz normal in den Gefrierschrank. Und dann kommen die nachher ins Getränk. Und wenn die aus dem Getränk raus sind, können die in die Spülmaschine. Und dann können die wieder ganz normal wieder eingefroren werden. Das heißt, das hier wird weiter wandern. Aber ich finde es schön, ne? Also davon mal ab. Hab dafür aber leider keine Verwendung. So, dann greifen wir mal weiter rein und gucken, was sich hier sonst noch in der Box verbirgt. Von Veleda Sun, Edelweiß After Sun Lotion, kühlt und spendet Feuchtigkeit mit Aloe Vera. Okay, das finde ich interessant. Also ich habe mir jetzt zwar letztens noch ein neues After Sun Produkt gekauft und habe noch vom letzten Jahr eins von Flora Mare da, aber wenn der Sommer halt wirklich so krass werden soll, wie die gemeldet haben, also der soll ja noch trockener werden als letztes Jahr, das heißt nicht nur heiß, sondern auch windig und ach, keine Ahnung, soll halt richtig furchtbar werden, dann kann ich sowas sehr, sehr gut gebrauchen und werde mir das dann wahrscheinlich anstelle von der Bodylotion ganz normal zu Gemüte führen. Und ja, da bin ich ganz glücklich drüber. Solche Produkte brauchen wir jetzt echt im Sommer, ne? Mega gut. So, weiter geht die wilde Reise. Hier ist drin von Scream Cream Soft Shave for Woman Rasieröl besonders sanft. 3 bis 5 Tropfen genügen für ein herrlich weiches Hautgefühl. Das habe ich schon mal irgendwo gehört. Für Bikinizone, Achseln und Beine. Beziehungsweise, das habe ich schon mal im DM gesehen. Und mich dann aber für die günstige Balea-Variante entschieden. Sehr coole Sache, werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Die Sache bei diesen Rasierölen ist immer, und da müsst ihr echt aufpassen, dass ihr eure Rasierer damit echt verstopfen könnt. Ne? Das ist immer ein bisschen, muss man aufpassen. So, ich nehme das mal raus. Das ist übrigens vegan und cruelty-free. Ist auch cool. Es ist nur so ein kleines Moped, aber du brauchst nicht viel. Du brauchst nur, keine Ahnung, 2 bis 5 Tropfen, je nachdem, wo du es halt hinmachst, in welche Zone, um das halt zu benutzen. 30 Sekunden warten, rasieren, nicht abspülen. Ach, man muss es nicht mal abspülen, das ist auch interessant. Ich rieche mal dran. Hat so einen leicht kräuterigen, minzigen Duft. Bin ich gespannt. Das wird auf jeden Fall ausprobiert. Doch, also von den Produkten her würde ich schon sagen, dass es zum Thema die perfekte Bikini-Figur passt. Ja, hier habe ich 2 Produkte drin, die werden ganz schnell weiter wandern.
Die sind von Papanga. Papanga ist der Vorgänger von Invisibobble, so wie ich das gehört habe. Das Ding ist, dass die mir einfach zu unflexibel und zu hart sind. Die sind mir zu starr. Ich brauche wirklich sehr, sehr flexible Haargummis, damit ich hier meinen Bommel ordentlich machen kann. Und das kann ich hiermit leider nicht erreichen. Das heißt, die werden weiter wandern. Die werde ich demnächst mal verlosen. Die Farbe ist aber schön, ne? Ein schönes Peachy. Das ist natürlich ganz nett. Muss ich zu diesem Produkt noch allzu viel sagen? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, in mittlerweile so gut wie jeder Box hatte ich diesen Rasierer von Wilkinson drin. Das ist der Intuition Fab Rasierer. Der rasiert in beide Richtungen. Das ist total praktisch. Leute mögen das. Ich mag es einfach nicht. Ich mag meinen Männerrasierer, weil du hast im Prinzip ja auch nur 3 Klingen pro Richtung. Ne? Und ich brauche einfach die 5 Klingen. Das ist für mich einfach angenehmer. Das heißt, der wird auch weiter wandern. So, was habe ich hier noch drin? Ah, diese Box ist irgendwie, die mag mich nicht. Von Etrebel, ein Aloe Vera Eye Contour Gel. So, das habe ich exakt heute vor, ich weiß nicht, einer halben Stunde aussortiert aus meiner aktuellen Pflegeroutine. Das habe ich eine ganze Zeit verwendet und irgendwie, es hat meine Augen ausgetrocknet. Ich hatte ja sowieso schon diese sonnengeschädigte Haut und es hat das Ganze einfach nicht besser gemacht. Und es hat einfach auch gebrannt, es hat mir nicht gefallen und deswegen habe ich das aussortiert. Das werdet ihr in meinem Mai aufgebraucht Video sehen und jetzt habe ich es schon wieder in der Box. Es wird weiter wandern. So. Ja, die Barbara Box ist tatsächlich nicht nur eine Beauty Box, sondern auch eine Food- und Lifestyle-Produkte Box. Und hier habe ich ein Lifestyle-Produkt drin. Natürlich, nachhaltig und wiederverwendbar. Von B-Skin Store Food Naturally in der Größe S, 17x17 cm, Bienenwachstücher. Spare 100 Meter Plastikfolie im Jahr. Okay, die Alternative zu Plastikfolie, ein Jahr wiederverwendbar. Okay, das kannst du verwenden, um angeschnittenes Obst und Gemüse da entsprechend zu schützen. So eine Gurke oder so. Boah, das riecht echt nach Bienenwachs. Das riecht gut. Okay, so sieht das aus. Es hat so ein Wabenmuster drauf. Fühlt sich auch ein bisschen klebrig aus an. Und das soll mit der Wärme der Hände dann entsprechend um das Produkt geformt werden. Achso, das kannst du auseinanderklappen. Okay, ich wollte schon sagen, es ist doch quadratisch eigentlich da beschrieben. Aber gut, das soll für Lebensmittel genommen werden und ich batsche jetzt daran rum. Ne? Okay, aber so ist auf jeden Fall die Größe von dem Produkt und es fühlt sich echt klebrig an. Dann machst du das um dein Viech drum zu. Keine Ahnung, ich nehme jetzt hier mal so einen Lipbalm von EOS und dann mit der Wärme der Hände soll man das da drum formen und dann soll das so bleiben. Ich meine, ich habe das jetzt doppelt, aber ne, bleibt dann ja auch quasi so. Und wenn du es nicht mehr brauchst, dann nimmst du es ab, wäschst das ab und kannst es wiederverwenden. Das ist natürlich praktisch und nice. Ich kann sowas aber nicht für viel verwenden, muss ich gestehen. Denn ich packe alles, was ich habe, so in Tupperdosen und so. Also teilweise echte Dosen, teilweise nicht echte Dosen, ne? Aber naja, ist auf jeden Fall ein interessantes Produkt. Werde ich bei uns mal in die Küche legen. Und dann gucke ich mal, ob wir das überhaupt verwenden. Ha, mal schauen. Aber so viel an Alufolie oder so verwenden wir echt nicht. Auch wenn ich was mit zur Arbeit nehme, ich habe teilweise extra solche Behälter, die genau die Größe haben oder teilweise sogar genau die Form von einem Apfel oder so. Also ja, ist jetzt nichts, was bei mir jetzt so unbedingt gut in Anwendung kommt. Aber ich finde es cool, dass es mit in der Box ist, weil es ist nachhaltig und es ist sinnvoll. Und es gibt genug Leute, die halt einfach ein Stück Alufolie verwenden und es nicht in eine Tupperbox packen. Ne? Deswegen cooles Produkt, aber halt echt klein. Als letztes habe ich den Salty Fred Simply Chocolate Salted Almonds and Premium Dark Chocolate Riegel hier drin. Ja, den hatte ich auch schon mal in einer Fressbox mit drin. Ich glaube, in einer Bumsbox war das, als wir dieses Bergsteiger-Gedöns hatten, oder? Weiß ich nicht. Only Natural Ingredients. Cool. Probiere ich das? Ja. Yeah. Ne, also das ist Schokolade mit gesalzenen Mandeln drin. Ja, das schmeckt ganz okay, ist aber jetzt nichts, was mich umhaut, weil du ja wirklich diese dunkle Schokolade mit dabei hast, ne? Kann man mögen, muss man aber nicht. Ja, ihr Lieben, das war jetzt schon die Barbara Box von Mai 2019. Hat mich jetzt nicht so unbedingt umgehauen, muss ich gestehen. Ich blende hier mal den Gesamtwert der Produkte ein. Ja, das sind teure Produkte drin, aber die gefallen mir halt alle nicht so ultra. Also ich hätte mir vielleicht für die perfekte Bikini-Figur
noch irgendwie so ein Bräunungsspray oder sowas, sowas Cooles hätte ich mir gewünscht, aber ja, muss jetzt auch nicht unbedingt sein, ne? Dennoch, schau in die Infobox, da steht alles Relevante drin für die Verlosung, wenn du diese Barbara-Box hier gewinnen möchtest. Und ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Unboxings, meine Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, Mensch, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!